Mein Name ist Stefan Grote, ich bin Bezirksbürgermeister hier von diesem schönen Stadtteil. Und was die wenigsten wissen, vor knapp 8 Jahren haben Axel Meersmann und ich, wir zwei zusammen, diesen Förderverein gegründet, um das, was heute hier stattfindet, auch so umgesetzt werden könnte. Das war immer unsere Hoffnung und es wird auch jetzt umgesetzt. Und daher geht mein großer Dank natürlich an Chrissy Vogt und seiner Mannschaft heute, dass dies hier heute ist. Der Hohenhagen ist gelebt, wird gelebt und soll auch weitergelebt werden. Und es ist nichts Schöneres als Bezirksbürgermeister, wie heute diese Veranstaltung hier zu eröffnen. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß, viel Erfolg und hoffe, dass wir dies wieder nochmal wieder in 1-2 Jahren praktizieren können. Apfel, Birne, Banane, ganz frisch, frisches Obst. Ein Smoothie, ein Chip. Holt sie, solange sie noch kühl sind. Dann kriegen Sie noch einen dazu, noch einen Obst Ihrer Wahl für diesen Einschub. Dankeschön. Ich bin Thomas Neuhaus, ich bin der Sozialdezernent dieser Stadt und freue mich sehr, heute mit Ihnen hier feiern zu dürfen. Ich glaube, das ist auch genau richtig, dass jetzt nach dieser Zeit, in der häufiger mal solche Feste ausfallen mussten, dass man wieder zusammenkommt, dass man tatsächlich die Gemeinschaft lebt. Und das können Sie ja hier in Hohenhagen besonders gut. Ich denke immer wieder an das jährliche Spielplatzfest. Das gibt tolle Traditionen hier. Das ist ein Quartier, das sehr vital ist. Und ich freue mich auch, dass es sich weiterentwickelt. Das sind nur so Kleinigkeiten, aber ganz wichtige Kleinigkeiten, nämlich unter anderem die ISS-Kita. Das heißt also, für die ganz Kleinen in diesem Quartier ist besonders gesorgt. Da haben wir jetzt eine Bedarfsdeckung hinbekommen. Und die Menschen, die da in Schwarz und Gelb ganz stolz durch die Gegend laufen, die erfahren nicht nur die, sondern auch alle anderen Bürger ja im nächsten Jahr einen neuen Sportplatz, der auch für die Öffentlichkeit stärker ausgerichtet ist. Und das zeigt ja, hier geht's ordentlich weiter. Feiern Sie sich, feiern Sie Ihre Nachbarschaft und Ihren guten Zusammenhalt. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ja, dann darf ich als Dritter in der Runde, als Ihr Landtagsabgeordneter, mein Name ist Sven Wolf, Sie auch ganz herzlich begrüßen. Viele Grüße an alle, die hier am Hohenhagen wohnen. Und ich habe gesehen, es sind auch ganz viele aus anderen Stadtteilen gekommen. Das macht nämlich Remscheid so aus. Und dann will ich Ihnen einen Gedanken mitgeben, den ich wichtig finde beim Ehrenamt. Das Ehrenamt ist nämlich sehr vielfältig. Und das Ehrenamt in unserer Gesellschaft, das hat ganz viele Gesichter. Und viele sehe ich jetzt hier. Da gibt es die Kollegin, die zum Beispiel ehrenamtlich einen Kindergarten leitet, ne? Erden. Da gibt es die Kollegin, ich weiß nicht, wo sie jetzt gerade ist, die bei uns in der Gemeinde mit einer unglaublichen Leidenschaft die Seniorenfreizeiten organisiert. Da gibt es den Kollegen, der da hinten am Bierwagen oder am Bierstand steht, der sich um die Stadtschulpflegschaft kümmert. Auch ehrenamtlich. Und wer sich ehrenamtlich engagiert in unserer Gesellschaft, den haben wir auch immer an unserer Seite, wenn es darum geht, unsere Demokratie zu verteidigen. Wir können uns auf das Ehrenamt verlassen, weil die Feinde der Demokratie werden leider gerade immer lauter. Und wer sich ehrenamtlich für unsere Gesellschaft engagiert, dem ist eben die Zukunft unserer Gesellschaft auch nicht egal. Und deswegen nochmal vielen herzlichen Dank an die vielen, die sich in unserer Gesellschaft engagieren. Haben Sie viel Spaß! Mein Name ist Christian Vogt, ich bin erster Vorsitzender vom Förderverein Hohenhagen. Ich selber wohne auch sehr gerne am Hohenhagen und wir haben heute hier unser drittes Stadtteilfest, was, wie man sieht, wunderbar gelungen ist. Der Stand passt zu allen.
Jeder ist glücklich und jeder sagt, es ist der beste Standort, den man für dieses Fest, Stadtteilfest 2023, auswählen konnte. Es ist zwar, also gut. Es ist zwar eine mühselige Arbeit, aber die Arbeit zeigt den Erfolg und wir machen viele Leute glücklich und die Gemeinschaft wird hier wieder mal zusammengefügt nach der Corona-Pandemie. Ich habe heute Morgen gehört, wir hätten keinen besseren als den Herrn Vogt finden können. Ja, das sagt man so, mag vielleicht so sein, weil ich sehr eifrig bin und auch bis zum letzten durcharbeite und es macht mir Spaß. Das ist die Hauptsache. Ja. Ich heiße Axel Merzmann, ich bin Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde, aber hier einfach einer der Akteure, wie man ja neudeutsch sagt, im Stadtteil, auch Moderator der Stadtteilkonferenz und auch darin nähend einer, der schon vor Jahren gesagt hat, lasst uns regelmäßig ein Stadtteilfest inszenieren, dass wir wirklich auch mit unseren verschiedenen Gruppierungen, Institutionen, Vereinen zusammenkommen und uns als Nachbarinnen und Nachbarn erleben. Hier, die Esche ist ja nicht umsonst ein Gemeinde- und Stadtteilzentrum, damals auch mit Mitteln der Bürgerschaft ja auch ausgebaut worden. Und die Kirchengemeinde hat den Auftrag, Stadtteilmanagement zu machen. Also nicht alles selber zu machen, aber anzuregen, zu begleiten. Und jetzt, aller guten Dinge, sind drei. Dritte Stadtteilfest kam aus dem Förderverein, der den Hut auf hat für das Ganze, unser gemeinsamer Förderverein, die Idee. Eigentlich liegt die Esche auch tatsächlich räumlich zentral hier oben am Berg. Können wir es nicht rund ums Haus machen mit mittlerweile 18 Institutionen. Ich habe das für uns als eine Auszeichnung empfunden, dass man uns hier als Träger dieses Hauses, als Kirchengemeinde zutraut, dass wir eben das mit den anderen auf Augenhöhe machen und nicht die anderen sozusagen funktionalisieren für uns. Entsprechend habe ich mich dann selber als Person gerne eingebracht, das mit zu organisieren und bin absolut glücklich, dass der angeblich katholische Petrus uns so ein schönes Wetter geschickt hat. Ja, und dass auch alle, glaube ich, bis dato hier sehr reibungslos miteinander arbeiten, sich einbringen. Auch wenn es kleinere Pannen gibt, wie eben sofort zusammengewirkt wird, damit wir das ausgleichen. Und so hoffe ich auch, dass der Rest des Tages, des Abends auch verläuft und sich nach 22 Uhr noch genug Leute finden, dass wir noch einiges abbauen können.